Bei mir geht es dann um den orthodoxen Trotzkismus in Deutschland, wobei das zwei Probleme aufwirft. Erstmal ist der orthodoxe Trotzkismus in Deutschland insgesamt nicht so oft selber aktiv gewesen, sondern viele der Spaltungen, die hier stattgefunden haben und der Aktionen, das waren einfach Konsequenzen aus der internationalen Lage. Das heißt, wenn sich international von der Vierten Internationale irgendjemand abgespalten hat, hatte das auch Konsequenzen für Deutschland. Also es ist selten so gewesen, dass man hier aktiv die Auseinandersetzung geführt hat, sondern man hat sich immer dem Vereinigten Sekretariat der Vierten Internationale oder dem Internationalen Komitee halt zugehörig gefühlt und dann die ganzen Spaltungen mitgemacht. Also eigene Spaltungen hier gab es eher selten. Ich kann natürlich auch nicht auf jede der 500.000 verschiedenen trotzkistischen Sekten eingehen. Deshalb gibt es nur eine kleine Auswahl davon. Es ist hier in der linken Opposition Nummer 5 in meinem Artikel erschienen, Ernest Mandels und andere trotzkistische Sackgassen. Da gibt es unter anderem diese schöne Grafik denn hier, die der Flipper gemacht hatte damals, wo zu sehen ist, wie sich die Vierte Internationale in den groben Linien aufgespalten hat. Also man kann hier schon wunderbar so zwei Hauptströmungen sehen. Ich werde das gleich noch ein bisschen ausführlicher erläutern. Einmal hier auf der linken Seite das internationale Sekretariat der Vierten Internationale, was so eher die opportunistische Richtung ist. Das heißt, der Teil der Trotzkisten, der sich sehr eng an die Sozialdemokratie angenähert hat oder an die stalinistischen Partei, wo so der Trotzkismus ein bisschen aufgeweicht ist oder überhaupt die sozialistische Theorie. Und rechts sehen wir die Sektierer, also die Leute, die fern von der Realität in ihrem Elfenbeinturm leben und sich am Buchstaben von Trotzkis Theorie klammern und sich dann in Zeitungen wie dem Spartakist 10 Seiten lang mit so einer unbedeutenden Gruppe wie uns beschäftigen, um zu zeigen, wie scheiße wir sind und dass wir auf der anderen Seite der Barrikade stehen und sonst was, anstatt über das zu schreiben, was in der Welt vor sich geht. Versuchen da eine Antwort drauf zu finden. Gibt es da halt jede Menge theoretische Auseinandersetzungen, warum das falsch ist, weil Trotzki hatte ja was ganz anderes gesagt, 1939 oder so. Trotzki lesen und trotzdem verstehen, könnte man sagen. Ich werde jetzt nur ganz kurz auf die Weimarer Republik und Hitler-Deutschland eingehen, also nur in ganz wenigen Sätzen, damit wir direkt anfangen können nach dem Zweiten Weltkrieg mit der Lage in Deutschland. Vorausschicken muss man noch, dass Trotzki seine Anhänger mit einem Erbe hinterlassen hat, was für die Anhänger sehr problematisch war. Das größte Problem war, denke ich, dass es außer Trotzki keine großartige Führungspersönlichkeit da gegeben hat. Also Trotzki war halt noch in der Lage, unabhängig Analysen zu entwickeln und die Theorie weiterzuentwickeln. Und ich denke, von seinem Format gab es da einfach niemanden drin. Wo dann da halt auch das Problem drin war, dass viele Leute ihre Streits dadurch versucht haben zu führen, einfach Trotzki immer wieder neu auszulegen. Also was Trotzki auf jeden Fall gesagt hat, womit er dann die Vierte Internationale beerbt hat, war, dass er für das Nachkriegsdeutschland oder überhaupt für die Welt nach dem Zweiten Weltkrieg, hatte er gesagt, nach dem Zweiten Weltkrieg würde es auf der Welt eine neue Periode von großen Klassenkämpfen geben, vergleichbar mit dem Ersten Weltkrieg, nur noch radikaler. Also eine große antikapitalistische Bewegung, wie das ja heute so schön heißt, der Arbeiter, die den Sozialisten unglaublich große Möglichkeiten eröffnen würde. Vorsage Nummer 1, und wir wissen, diese Vorsage ist leider nicht eingetroffen. Das ist halt das Problem, wenn man Prophezeiungen macht, das ist immer so ein Ding. Also mal können sie zutreffen und mal nicht, aber wenn sie nicht zutreffen, dann hat man ein Problem, wenn man dran glaubt. Also de facto war es halt in den USA zum Beispiel so, dass Kennan hingegangen ist und verkündet hat, der Zweite Weltkrieg ist noch nicht zu Ende und da war schon ein halbes Jahr vorbei. Einfach, weil die Klassenkämpfe ausgeblieben sind. Kennan war USA, also so Realitätsverluste hat es in Deutschland auch gegeben, da komme ich dann auch noch gleich zu. Und die zweite Sache, die ich noch vorausschicke, muss, ist, dass wir den Versuch Trotzkis, eine Vierte Internationale zu gründen, beziehungsweise die Tat, die Vierte Internationale zu gründen, für einen schwerwiegenden Fehler halten. Also eine Internationale ist eine Organisation, die auf eine Weltpartei hinarbeitet. Das heißt, es gibt ein Sekretariat, was international weisungsbefugt ist. Das macht Sinn, wenn man wenigstens in einem Land eine Partei oder eine Organisation hat, die in der Arbeiterklasse verankert ist, die also in der Lage ist, ihre Theorie auch in der Praxis zu prüfen. Aber das kann man halt nicht, wenn man nur marginal am Rand der Arbeiterbewegung ist, wie das damals bei allen trotzkistischen Organisationen der Fall war. Die hatten in der Arbeiterklasse überhaupt nichts zu melden, waren vom Stalinismus und vom Faschismus an den Rand gedrängt worden. In den meisten Ländern existierten sie noch nicht mal. Und in so einer Situation eine Vierte Internationale zu gründen, war ein schwerwiegender Fehler, der vielleicht auch entschuldbar gewesen ist. Aber die Entwicklung des orthodoxen Trotzkismus zeigt halt, wie schwerwiegend dieser Fehler war. Also mit wie vielen Vierten Internationalen sind wir heute konfrontiert? Also wie viele haben sich da gespalten? Und eine wichtige Sache ist, denke ich auch, es wurde erwartet nach dem Zweiten Weltkrieg diese große Bewegung, in die man dann intervenieren konnte. Aber man hat auf was gesetzt,
dann vielleicht, was gar nicht in der Gegenwart da war. Also man hat auf die Zukunft gesetzt, die vielleicht kommen kann, aber nicht in der Gegenwart die Politik gemacht. Also seine Politik ausgerichtet auf eine ungewisse Zukunft. Und so ist es natürlich wirklich ein Problem, Politik zu machen. Wenn die Prophezeiung nicht eintritt, ja, dann hat man halt wirklich ein Problem. Der Trotzkismus in Deutschland. Also es war so, dass in der frühen KPD Trotzki eine hoch anerkannte Persönlichkeit war. Das hat sich sogar ziemlich lange gehalten. Also selbst noch, als damit angefangen wurde, die KPD zu stellen, als Anfang dieser Stalinisierungsperiode kann man so das Jahr 1924 ansetzen. Also 1923 wollte man Trotzki noch in Deutschland haben, weil man da den Aufstand noch plant und da wollte man Trotzki hier haben. Und später gingen die Sympathien halt noch weiter. Aber als die Stalinisierung der KPD weiterging, hat es sich damit eigentlich erledigt. Die Trotzkisten, die wurden alle rausgeschmissen, sonst wie rausgedrängt und mit allen Regeln der bürokratischen Kunst auch fertig gemacht innerhalb der Organisation. Das hat damals noch gar nichts mit Entrismus zu tun. Aus der russischen KP ist ja Trotzki einfach ausgeschlossen worden und ins Exil geschickt worden. So offen ist das in Deutschland erstmal nicht gemacht worden, sondern da hat man ziemlich lange rumgespielt, die Rechten gegen die Linken ausgespielt und so weiter. Da hat man ziemlich lange hin und her laviert. Also das war nicht, dass das jetzt eine entristische Taktik gewesen ist. Das ist später gekommen, dass versucht worden ist, da was zu machen. Aber Trotzki ist ziemlich schnell dazu übergegangen, zu sagen, wir brauchen eine neue KP. Aber das waren immer wieder Impulse, die von Trotzki ausgingen und es gab hier in Deutschland eigentlich niemanden, der so die trotzkistische Fahne hochgehalten hätte, also so eine Führungspersönlichkeit hier gewesen wäre. Also da hat sich eigentlich nichts rausgebildet. Es gab hin und wieder was, weiß ich, Kurt Landau aus Österreich oder sowas, der mal eine größere Rolle gespielt hat, aber alles Leute, die letzten Endes mehr oder weniger unfähig waren. Es gab dann am Vorabend von der Machtergreifung der Nationalsozialisten bzw. der Machtübernahme Versuche von den kleinen trotzkistischen Gruppen, die es hier gab, innerhalb der Sozialdemokratie und innerhalb der kommunistischen Partei, die ja schon stalinisiert war, zu vermitteln, dass man gemeinsam in einer Einheitsfront vorgehen muss gegen die Nazis. Aber die hatten überhaupt keine Chance, sich da Gehör zu verschaffen. Die waren einfach viel zu klein und zu zerstreut. Im Nationalsozialismus selber sind die Trotzkisten natürlich verfolgt worden. Also es gab eine Zeit lang Untergrundorganisationen, von denen man aber nichts Nennenswertes mehr erzählen kann, sind seit 1939. Also da gab es de facto nichts mehr, was aktiv war. Was es gab, waren so Exilorganisationen wie die Internationalen Kommunisten Deutschlands, wohl die größte und bekannteste davon. So viel zur Vorgeschichte vor dem Zweiten Weltkrieg. Nach dem Zweiten Weltkrieg konnte der deutsche Trotzkismus immerhin in der Bundesrepublik überleben. In Ostdeutschland natürlich nicht. Da war dann irgendwann das Einparteiensystem errichtet. Und die Trotzkisten, die sind auch direkt, als die ersten Exil-Stalinisten zurückkamen nach Ostdeutschland, sind die eigentlich sofort auch inhaftiert worden. Also die Mitgliedschaft von diesen trotzkistischen Organisationen in der BRD blieb unheimlich klein. Und der Einfluss selbst innerhalb der extremen Linken, der ist überhaupt nicht nennenswert. Es gab so zwei Experimente, Entrismus zu machen, aber nicht Entrismus, wie wir das gerade sagen, in der